Servus Leute, wir haben hier wieder mal den Klassiker Siemens EQ 500 und da gibt es kein Rausholen. Die Brühgruppe ist wieder mal, also der Pin ist schief und ja, es gibt kein Rausbringen. Der Herr war sogar bei einer offiziellen Werkstatt bei Siemens und die haben halt gemeint, das passt ja alles, ist eh nichts. Ist ja eh nichts. Maschine geht ja. Das Image, was eben Siemens hat zurzeit, versuche ich ja schon seit ein, zwei Jahren aufzupolieren. Und diese Maschine ist sozusagen mein schwierigster Gegner. Die hat echt viele Probleme und dann, wenn ihr zur Siemens Werkstatt geht und die sagen dann euch, es passt eh so, ich sehe nichts, poliert das Image von Siemens nicht viel besser. Deswegen habe ich jetzt einmal eine Komplettlösung für das Ganze. Das ist nämlich jetzt das Set für die Brühgruppe. Das ist jetzt der Pin, der hier oben eingebaut wird. Das ist dieser Pin hier, mit dem, das ist der Brühgruppenantrieb, der Antrieb ist das. Das ist der Pin, das ist meiner, extra in grün, damit man sie erkennen kann, ob schon meiner drin war. Das ist der Ventilverteiler, da drin sind Federn und die Federn sind etwas weicher wie die originalen Feder, da ist nicht so viel ein Druck, da tut sich auch das große Rad etwas leichter und somit kann man schon sagen, kann diese Maschine repariert werden und eben mit gutem Gewissen weitergegeben werden, weil es ist eigentlich eine Dauerreklamation. Du kaufst diese Maschine nach ein Jahr, höchstens ein halbes Jahr und fängt schon das Problem an. Ja, fangen wir einmal mit dem Zerlegen. Dazu muss ich jetzt die Brühgruppe nicht ausbauen. Ich habe schon in anderen Videos gezeigt auf verschiedenste Art und Weise, wie man sie rausnehmen kann. Das ist jetzt nicht notwendig. Ihr könnt sie ruhig auch drin lassen, wenn ihr schon die ganzen Teile habt. Und einfach jetzt einmal alle Schrauben weg. Das werden wir jetzt schauen, dass wir zum Antrieb kommen. Hinten sind noch zwei Schrauben. Hier oben ist auch eine. Die Schraube zum Einstellen vom Mahlwerk auf die feinste Stellung. Dann hoch. Geht nicht. Dann fahren wir da runter mit dem Messer, also mit dem Schraubenzieher und können dann das Ganze auf feinster Stellung auch herausnehmen. Dann geht das da auf. Dann haben wir hier eine Schraube. Dann haben wir hier unten noch eine. So, dann haben wir hier zwei so Stifte, also hier unten drunter, einmal, so jetzt haben wir es, drehen wir das Ganze um, damit man hier vorsichtig einmal das Flohmeter abstecken, einfach das da nach oben, dann ist das Flohmeter draußen, nicht zerlegen. Es ist wichtig, dass das so drauf bleibt. Okay, Schlauch abziehen, das da wegziehen, so.
brauchen wir dieses Kabel hier. Damit wir genug Platz haben. Dann können wir das Ganze so drehen. Und wir sind schon beim Antrieb. Das, was jetzt noch wichtig ist, diese Kabel hier, die können auch frei gegeben. Hier reinfahren, in diese Richtung drücken. Dann haben wir das da in der Hand. Und die Kabel ausfalten. So. Okay. Dann das hier. Auch nicht geht, dann da hineinfahren. So. Das hat sich schon. Das ist jetzt für die Milchschaumbildung die Düse. Kann man auch abnehmen. Hier drücken, raus. So, dann haben wir das jetzt. Die Schalter sind zwei, einer hier, einer hinten, hier auf der Seite. Einfach nach oben mal ziehen, dann diesen hinausfahren. Dann können wir die Schalter auf die Seite legen. Dann können wir diese Kabel hier ausfahren. So, und der Antrieb ist jetzt ziemlich frei. Dann können wir schon abschrauben. Einmal, zweimal, dreimal, vier. Die Mitte lassen wir noch an. So, jetzt festhalten, drehen und jetzt auslassen. Somit haben wir jetzt den Deckel. So. Drei. Dann haben wir hier noch diese Schraube, die muss gelockert werden. Das ist ein Imbus. Das ist ein 2,5 Imbus. Auf der unteren Seite gibt es genau dieselbe Schraube, die den Motor auf der unteren Seite hält. Das solltet ihr auch mal lockern. So, ein paar Umdrehungen. So, jetzt können wir das da abnehmen. Hui, der steht unter Spannung. Na, sehr was. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir den Motor. Überprüfen wir einfach alle Verzahnungen. Der Motor muss deswegen raus, weil sonst bekommt ihr dieses Teil nicht ab. Und da ist schon einmal so eine leichte Biegung. Ich tue das einmal mit einem Marker schwarz machen. So, und jetzt da. Ich meine, diese ist jetzt nicht sehr oft drüber gesprungen. Aber jetzt einmal sieht man, dass der Zahn nach links fährt, und wenn ihr von oben schaut, ist der Zahn gerade, der Zahn genauso, und dieser Zahn ist komplett verschoben. Bei ganz schlimmen Maschinen sind dann nicht nur ein Zahn, sondern genau der und der, also es sind insgesamt drei Zähne. Und es sind genau die Zähne, wo er dann stehen bleiben muss. Und da eben die größte Kraft entsteht, und dann geht er plopp, und dann springt er jedes Mal, wenn die Brühgruppe der Becher nach rechts fährt, zum Beenden in die Endposition, da hupft er jedes Mal drüber. So, jetzt machen wir mal hier den Ventilverteiler auf.
und bauen die etwas weicheren Federn. Ich habe schon mehrere Stärken getestet. Diese passen jetzt am besten. So. Festhalten. So, jetzt haben wir es offen. Jetzt könnt ihr die Federn sehen. Und das sind eigentlich nur, werden runtergedrückt, durch die Feder werden sie nach oben gehalten. Und da unten sind halt eben die Gummis und dort wird eben entweder die Leitung versperrt oder geöffnet. Die Federn einfach einbauen. Falls euch einmal passiert, dass die Maschine direkt da von dieser Leitung hier, also von der ersten, von der hier, falls euch passiert, dass da das Wasser direkt runterfließt und nicht durch die Brühgruppe, liegt nicht an der schwächeren Feder, habe ich schon den Fall auch gehabt, dann habe ich die stärkere Feder eingebaut, wieder die originale. Hat auch nichts dran geändert, sucht bitte den Fehler woanders. Bei mir war einfach eine verstopfte Brühgruppe und zwar nicht das Sieb, sondern das Krämerventil. Ich musste es ausbauen, weil beim Krämerventil beim Ausgang war einfach getrockneter Kaffee und der hat irgendwie, es hat schon gereicht, dass die das Krämerventil einfach nicht aufgemacht hat und somit kam kein Kaffee mehr raus und das Ganze ist dann anders rüber geflossen. Jetzt müssen wir nur schauen, ob das eh richtig reingeht. Nein, noch einmal aufmachen. Meine Federn sind jetzt nicht sehr, also sehr hart. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, noch ein bisschen reinzudrücken, zum Schauen, ob es sehr schön zugeht. Mit der Originalfeder ist das ein Ding der Unmöglichkeit alleine. So, die ist schief rein. Machen wir es auf. Drin. Okay. Schauen wir, ob das hier fest genug ist oder nicht zu viel. Okay. Somit ist jetzt der Federantrieb erledigt. Okay, funktioniert. So, ich habe hier so ein lebensmittelechtes Schmierfett. Ihr könnt natürlich auch das weiße Schmierfett von mir auch nehmen, um das hier dann zu einzufetten ein bisschen. Okay. Auf das Loch achten, hier unten ist noch ein Loch, so drauf geben. Das könnt ihr dann mit so einem Bohrer festhalten. So. Wenn das drinnen ist, dann könnt ihr das hier reingeben. Jetzt geben wir den Motor runter. Hier rein. Die Schraube muss nach unten zeigen. Okay. So, wenn das Ganze schön drinnen ist, mit der unteren Imbusschraube einmal
den Motor fixieren. So. Fixiert. Können wir hier das dann schließen. Okay. Fixieren. Dann die Schrauben rein drehen. Und falls einmal der Dorn nicht richtig steht unterm Loch, bevor ihr das da aufmacht, nehmt da eine 9 Volt Batterie, gibt es ein bisschen Plus und Minus, dann könnt ihr dieses Rad auch verdrehen, wie ihr das Ganze braucht, bevor ihr da umständlich da den Motor ausbaut. Einfach nur Strom hier, je nachdem, wenn es in die andere Richtung, in die falsche Richtung dreht, dann dreht ihr einfach die, dreht ihr um, dann dreht ihr halt in die andere Richtung. Könnt ihr euch dann diesen Teil hier abzubauen ersparen, wenn ihr nur das Rad halt einstellen wollt. Um das Rad aber zu wechseln, muss halt eben alles raus, wie ihr es gesehen habt jetzt. So. Dann das Ganze hier auch ein bisschen. Da wollte ich halt fahren, da sieht man, dass sich das ein bisschen schon einfährt. Deswegen schön einschmieren. So. Gut, und dieses Rad, das hat auch ein Loch und es muss dann hier hinein. Da sind wir jetzt drin im Loch. Wenn wir das jetzt reindrücken, dann versuchen wir so meinen Zahn zu verbiegen in die andere Richtung. Das gelingt nicht, das heißt, das wird schon passen so. Ja. Okay, und so kehrt dann das Ganze eingebaut, so wie es jetzt ist. Am besten etwas längeren Bohrer, damit ihr da durch dieses Loch auch noch durchstechen könnt. Das kann ich aber nicht, deswegen baue ich jetzt den Bohrer aus. Achte darauf, dass ich da zwischen die zwei, also die Markierungen passen, und dann drückt man das Ganze runter, schauen, ob es komplett unten ist. Wenn ja, etwas halten, die Mitte zumachen. Der einfachste Weg. Ein bisschen auslassen, dann wieder nachdrücken, weiter festziehen. So, erledigt. Wenn ihr richtig stellt, seht ihr, wenn der Bohrer durchgeht. Ah, Zange. Dann tun wir die restlichen Schrauben hier anbringen und anschrauben. So, die Schrauben habe ich jetzt angeschraubt. Prüfen, ob die leicht fest sind. Es ist Plastik, also wenn leichter Widerstand schon da ist, dann könnt ihr schon aufhören. Dann müsst ihr nicht übertreiben. Dann geben wir den Schalter wieder her. Wenn ihr ihn verkehrt einbringt, dann wird das nicht funktionieren. Das eine Loch ist kleiner als das andere. Deswegen
könnt ihr das auch nicht wirklich falsch einbauen. Zuerst da vorne drauf schauen, dass es reinkommt. Hier. Dann runterdrücken. Leicht nach links, nach rechts. So, und ist drin. Wenn er sich so bewegen lässt, dann passt das und nicht rauskommt. Gut. So. Dieses Teil hier hinein. Wie ihr den Mehlschaum, wenn es zu wenig ist oder nicht fest genug ist, habe ich auch schon ein Video, wie man das macht. Es ist offen, ihr könnt da ein paar normale Nadelkanülen eingeben, um etwas mehr Luft reinzubekommen. Das könnt ihr schön steuern. Je mehr Kanülen, umso mehr Luft. So, jetzt geben wir. Das da drüber. Dann geben wir das da hinein. Das geht da reingesteckt, das Kabel. Kabel zu kurz, dann könnt ihr irgendwas abreißen und anklicken. So. Und dann das Ganze wieder in der richtigen Position reingeben. Da wieder rein, dann links, rechts. So, Klick hat es gemacht, steckt drinnen, bewegt sich nicht. Kabellänge ist okay. Gut, geben wir wieder das Ganze retour. Dann drehen wir die Maschine. Ganz wichtig, passt mal auf dieses Kabel auf. Dieser Stecker reißt sehr gerne ab. Er dürfte ja dann auch gleich noch auf der Platine herumlöten, damit das Ganze wieder funktioniert. Ja. So. Das ist der Wassertanksensor. Das ist das Flowmeter. So, und anbringen. Halten wir das Ganze jetzt mal so, das muss auch nicht drin sein. So, jetzt kommt auch noch die Brückgruppe dran. Da gebe ich die Maschine weg, mache mal die Brückgruppe und dann geht's los. Haben wir noch die Brückgruppe startklar und dann kann man sagen, ich habe dann die Maschine repariert und ihr könnt diese auch mit gutem Gewissen auch weitergeben. So. Ich werde leichter, das umzubauen. Niemals so hinlegen oder so arbeiten bei der Brückgruppe. Das bricht am leichtesten bei derer, wenn ihr die wartet. Das da runterlassen. Und so ist dieses Teil gut geschützt. So kann man auch ordentlich und einfach daran rumwerkeln. Ich möchte es nehmen, Schlauch abziehen. Die Seite genauso. Da ist der alte kaputte, komplett gerissene schon Schlauch. Die Dichtung weg. Dann können wir auch so im eingebauten Zustand jetzt müssen wir es wieder drehen ein bisschen, damit wir das Rädchen hier rausbekommen. So. Rädchen ist draußen. So. Das ist auch hier draußen. Dann brauchen wir nur da hinein und das Ganze in die Richtung bewegen.
können wir das Ganze runterschieben. Da könnt ihr das sehen. Jetzt schieben wir das Ganze wieder retour. Das da öffnen. So, dann den Becher hoch. Da kommen wir schon einmal zu der Dichtung hin. Die ist jetzt dann auch draußen. Na komm. Gut, jetzt tue ich sie ein bisschen halt reinigen. So wie sie jetzt ist. So, jetzt nehmen wir den Schlauch. So, jetzt verbauen wir das Set. Ihr könnt natürlich auch euch ein Silikonfett dazu bestellen. Auf meiner Homepage, das kostet gerade mal 1,50 Euro. So, ich werde immer wieder gefragt, wo die kleinen Dichtungen hinkommen. Das zeige ich euch dann eh. Die kommen nämlich hier hinein. Die Dichtung kann man jetzt auch einbauen. Etwas fummelig, aber mit beiden Händen funktioniert das recht gut. Und runterfallen lassen. Drunter unter dem. Also jetzt richtig hineinfallen lassen. Die Dichtung ist schön sichtbar von hier. Und nach. Links drehen. So, und da ist es schon eingerastet. Das Teil bewegt sich nicht mehr. Ist gut, jetzt können wir die Dichtung reingeben. So. Was ich euch raten würde, ist natürlich auch das Zip abzunehmen und zu schauen. Und wenn einmal die Brühgruppe einmal, also wenn die Maschine einmal das Wasser nur mehr da herauskommt, obwohl ihr die Brühgruppe und das Zip gereinigt habt, ist mir schon mal vorgekommen, es liegt dann meistens auch am Krämerventil. Also das bitte auch auf jeden Fall ausbauen. Es kann vorkommen, dass genau hier in diesem Loch sich Kaffee sammelt und dann lässt die Maschine das alles nicht durch. Das ist eh okay, es ist nicht so schlimm. Das könnt ihr sehr gut mit so einem Messingpinsel auf die Schnelle alle Löcher mal frei bekommen. Das ist wirklich keine Arbeit, wenn ihr sowas habt. Kann ich euch nur empfehlen. Ist schnell erledigt, einmal waschen und fertig. So, jetzt bauen wir das wieder ein, reinschrauben. Gut, also entriegeln, diese Richtung bewegen, das Teil rein, drücken, da ist er schon, okay, das Rädchen, das ist der Stift, der obere, so, jetzt haben wir es drin. Das ist sogar richtig, so wie es jetzt ist. Auf. So schließt schon ab. Okay, so soll es sein. Auch der Schlauch. Wieder hier öffnen. Das Ganze in die Position stellen, um zu arbeiten auf dem. Auf der Brühgruppe, ohne dass da irgendwas kaputt geht. Etwas mehr hineinschrauben, Schelle drauf, anbiegen, reindrücken. Der Schlauch, die Dichtungen, die werden stetig von mir verbessert. Dieser Schlauch ist jetzt fast identisch wie der originale Schlauch. Also braucht ihr euch keine Sorgen machen, das Loch ist nicht zu dünn.
Das ist etwas größer, weil das schon bereits benutzt wurde. Wenn ich ihn dann abschneiden würde, da wäre die Lochdimension, der Durchmesser der gleiche. So, das brauchen wir noch. Einschieben. Einstecken. Entriegeln, dann schaut euch einmal das an, was der Schlauch macht. Also so ist es ein bisschen zu. Drehen wir den ein bisschen in die Richtung, schauen wir, was dann passiert. Ja. So. Ja, so sieht das Bild besser aus. Okay, und so werdet mir jetzt auch die Schellen anbringen. Allzu fest muss es nicht festgezogen werden, das haltet, es ist dicht, der Schlauch geht sowieso nicht ab so leicht. So, dann bringen wir dann die Schelle auch darüber. Und zusammenzwicken. Ihr müsst nicht komplett fest. Es reicht, wenn sich da schon eine leichte Biegung also ergibt. So, mit dem Schlüssel könnt ihr auf jeden Fall die Bohrgruppe problemlos bewegen, hin und her. Natürlich hier mit das da entriegeln. Wenn jetzt diese starke Klacken entsteht, wenn sie runterfährt, dann ist es dieser Regler hier, der tut eigentlich nur den Becher so verriegeln, damit ihr euch leichter tut beim Raus- und Reinnehmen. Wenn euch das Klacken aber stört, könnt ihr ruhig diesen Entriegler einfach rausnehmen. Dann ist zwar diese Regelung nicht da, aber das Klacken ist auf jeden Fall weg. Für diese Schnecke, für den Antrieb kann ich euch nur dieses Ceragolöl empfehlen. Das ist wirklich eine super Geschichte. So, okay. Gut, jetzt ist überall verteilt. Da drücken. Verriegeln. Gut. So, bauen wir das ein. Wenn ihr das einbaut, bitte schaut, dass die Bohrgruppe wirklich so steht, sonst geht das kaputt. Da hinein reinschieben, dann zu euch ziehen, das drüber drüben bringen, reinklicken. Gut, Bohrgruppe ist fertig. Wird immer auch wieder gefragt, wo diese Dichtung hinkommt. Die kommt hier hinein. Also mit einer Nadel ist es einfacher, die Dichtung da rauszunehmen. So, da ist es schon. Jetzt einfach diese rein. So, jetzt unten halten, damit es nicht rausgeht, und da drücken. So. Und so einfach ist das getauscht. Warum ich zwei zum Set gebe, ist der Grund, da die Siemens EQ700, EQ9 da einen zweiten Eingang haben. Dann haben sie auch so eine, manche haben auch so eine zweite Dichtung hier. Und deswegen dann das Ganze. So, jetzt ist fertig. Wenn euch das Klackern stört beim Leerlauf meistens, wenn es dann runterfährt, ist es dieser Stift hier. Den könnt ihr auf jeden Fall rausnehmen. Dann müsst ihr halt selber
die Brühgruppe, also den Becher nach rechts halten, damit es da gerade ist. Und dann hört auch dieses Klackpan auf. Jetzt geben wir sie mal rein. So. So, jetzt ist alles angeschlossen. Ich nehme da mal so ein Silikonschlauch und gebe ihn da so rein, damit wir auch hineinschauen können, was passiert. Stecken wir es jetzt einmal an. Gut. Einschalten. Dann halten wir diesen Schalter. Entweder ihr nehmt Alufolie, so ein Knöllchen, oder von hier mit einem Ding. Aber keine Angst, das sind nur ein paar Volt. Okay, sieht schon mal gut aus. So, Maschine ist dicht, sie spült gerade. Brühgruppe auch. Das ist normal, wenn es Wasser verliert. So. So, schauen wir sich da mal den Pin an. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Er steht schön gerade. Leicht schief ist okay. Das ist überhaupt kein Problem. Das sollte auch so sein. Sonst würde dann dieser Becher nicht genau unten drunter stehen und dann das er auch nicht wirklich irritieren in der Endposition. So, Start. Ein bisschen aus ist der Kaffee, aber schauen wir mal, ob das funktioniert. Das Kaffeemehl ist schön da oben rein und nicht da unten. Das passt. So, Kaffee kommt. Schauen wir, ob die Brühgruppe dicht ist mit meinem Dichtungssatz. Sieht alles super aus. Schön trocken. Kaffee kommt. Was will man mehr? Der Pin muss nur so bleiben, wie er ist. Mehr muss nicht passieren. Schauen wir. So, Kaffee sieht gut aus. Brühgruppe fährt runter schön. Alles passiert so, wie es sein soll. Perfekt. Rausnehmen. Wie sieht der Pin aus? Pin steht genauso, wie ich jetzt, bevor ich einen Kaffee gemacht habe. Das heißt, wenn ihr euren Pin so habt, dass er leicht rechts ist, ist perfekt. Ein bisschen rechts geht sogar auch noch, aber ab dem Einzahn noch weiter und dann kriegt ihr die Brühgruppe nicht raus oder rein. Okay, bauen wir die Maschine zusammen. Gut, das sieht alles jetzt so, wie es sein soll. Das ist drauf, der Schlauch stört nicht. Ja, passt. Okay. Schrauben wir dann die Schraube an. Das da drüber so. Hier das durch hinein in die Zähnen. Wenn alles richtig ist, lässt sich das Ganze schön reinschieben. Und da kommen die schwarzen Schrauben rein. So, ich kann jetzt nicht jetzt hundertprozentig garantieren, dass das jetzt nie wieder vorkommt, aber es ist auf jeden Fall einmal eine Möglichkeit, der geliebten Maschine oder die Maschinen, die schon als Ersatzteil zuhauf im Keller liegen von Marken Hobbybastlern oder damit jetzt die Möglichkeit gegeben ist,
diese Maschine wieder flott zu machen und dass eben keine Reklamationen erwartet werden diesbezüglich, eben wegen diesem Antrieb und wegen der Brühgruppe. Ich, wie gesagt, also es war ein langer Kampf über jetzt mittlerweile über ein Jahr mit dieser Maschine, mit ihren ganzen Fehlern, was die so hat. Ich habe mir wirklich sehr lange gespielt und ich kann sagen, ich bin jetzt eben endlich mit dem Ergebnis zufrieden. Man kann wirklich ein Komplett-Package anbieten, das eben das Problem längerfristig auf jeden Fall löst. Die Eco 3 ist eben so, dass bei der nur, dass sich eben der Antrieb verstellt, den Kabel aber ausgerichtet werden und es ist wirklich selten, dass da ein Zahnrad eben kaputt geht, sich Zähne verbiegen. Da reicht es einfach vollkommen aus, dass man einfach das Ding ausrichtet. Ich habe für die Eco 3 auch solche Ventilfedern, also die biete ich noch an, die sind etwas kürzer als die originalen von der Eco 500. Auf jeden Fall genug geplappert, die Arbeit hat gedauert, jetzt kann man sagen 1,5 Stunden. Ja, ich hoffe, es rentiert sich trotzdem für euch, dass ihr eben diese Maschine wieder rettet. Ja, wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig. Ich werde versuchen, diese Anfragen so schnell wie möglich zu beantworten. Die Teile, die ich gerade verbaut habe, gibt es auf jeden Fall auf meiner Homepage www.onlinehabnoproblem.at zu erwerben. Ich hoffe nicht, dass die allzu teuer sind. Wegen dem Versand kann ich nichts machen. 10 Euro ist schon mittlerweile Standard. Gut. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Video. Baba.